Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Titan Quest. Wieder am Anfang im Black Screen, weil ich am Anfang einige Sachen sagen möchte. Ja, das eine ist, jetzt sind ja drei Parts vergangen, also erstmal heute kommen drei Parts. Der Part, den ich jetzt gerade mache, und zwei Parts, die eigentlich gestern hätte kommen sollen, die aber aus technischen Komplikationen noch nicht auf YouTube sind. Die werden aber natürlich vor diesem Part online sein. Aber nur, dass ihr es wisst, heute kommen drei Folgen. Ja, insgesamt sind ja jetzt drei Folgen vergangen. Wegen der Nachstellgeschichte. Die erste Folge war ja die mit der Plünderung des alten Grabes. Die hat ja fast einen Dauerbildhänger, lief aber vom Ton her sehr gut. Die zweite Folge war der Aufstieg Waldorfer. Das war eine verdammt gute Folge. Sowohl vom Ton als auch vom Bild. Und die dritte Folge war die letzte vor der jetzigen, wo wir die Fetid-Höhle gesäubert haben, wegen der vergifteten Quelle-Quest in Tejir. Die lief, naja, sie lief besser als die erste, weil es kein Dauerbildhänger war, aber es gab sowohl Ton- als auch Bildprobleme. Nicht so stark, aber sie waren vorhanden. Deswegen werde ich jetzt erstmal nicht nachstellen, es sei denn natürlich, ich lese nochmal was anderes von euch in den Kommentaren, dann natürlich, aber ansonsten geplant ist es erstmal nicht. Das ist das eine, das andere eben, dass heute auf jeden Fall drei Folgen kommen. Ob heute dann noch nebenbei mehr Folgen kommen, weiß ich nicht. Ich nehme auch jetzt die Folge gerade in der Nacht auf, weil ich heute am Tag relativ viel zu tun habe. Kann ich nicht versprechen. Ist aber auch nicht ganz auszuschließen. So, jetzt starte ich das Spiel und ich hoffe, dass die Folge wieder eine von den sehr guten Folgen wird. Hatten wir ja jetzt, könnte es hypothetisch werden. So, Spiel startet gerade. Beim letzten Mal waren wir, wie ich schon gesagt habe, in der Fetid-Höhle. Bei den Spinnen, wir hatten es viel mit Arachnos zu tun. Haben eine Najade getroffen namens Pegea, also es ging um die vergiftete Quellenquest in Tejir. Und ich habe auch bereits gesagt, dass wir jetzt mit einem Stufe 8 Waldläufer und einem Todeswirberhelm, einem Arachnushelm, der aber sehr stark ist, dass wir uns jetzt den Friedhof von Tejir anschauen. Das ist jetzt auch eine verkürzte Folge, weil wir die letzte Folge leicht Überlänge hatten. Diese Folge geht jetzt nur 25 Minuten statt einer halben Stunde. So, als erstes unser treuer Wolf, wie immer. Unser Stufe 2 Wolf. Ich habe übrigens gesehen, dass man die Lebensanzeige und Warnanzeige des Wolfes sieht. Genau, hier ist der Wald. Den haben wir beim letzten Part gesehen. Jetzt geht's zum Friedhof. Und ich glaube, zum Friedhof müssen wir hier lang. Doch nicht, aber hier sind drei Satyren, die wir trotzdem töten werden, aber wir müssen da doch nicht lang. Okay, da war es ein bisschen weiter drüber. Der Friedhof ist nicht sonst groß, das heißt, wir werden heute noch weitergehen, aber er ist halt ein eigenes Gebiet, das habe ich schon gesagt. Jetzt sind wir auf dem Frontier. Und hier haben wir jetzt wieder die Untoten am Hals. Man sieht sie schon. Ich habe ja gesagt, ich will die Untoten erst eine Weile los sein, aber das wird wohl nichts. Ein Hauptmann. Wie wär's es? Zwei Hauptmänner. Fangnetz. Nein, ein Hauptmann. Ein Mörder. Der Hauptmann ist tot. Und der Mörder auch. Außerdem noch einen solchen Vogel. Und hier noch ein Bogenschützen. Geprägter Beinschutz Bronze, verstärkter Brustpanzer Eisen, verstärkte Beinschienen Bronze, 48 Gold, Balken und eine schwere Keule. Und dann gehen wir weiter. Da sind wir weiter mit Zombies, die kennen wir auch. Seid ihr brav, wir wissen, die machen eine Giftwolke.
Lass dir mal meinen Wolf in Ruhe, bitte schön, danke. So, Messer Eisen, bei Bronze und Handachs Bronze. Und eine Frostleiche. Oh, Wolfi, ernsthaft. Kannst du mal aufhören damit? Noch eine Frostleiche und außerdem ein Skelett. Ja, das ist ein bisschen blöd, die Begleiter. Jetzt ist der Wolf nämlich tot, ich beschwere ihn mir neu. Die Begleiter rennen halt immer voraus und stürzen sich in die Schlacht. Das ist ein bisschen blöde, weil die sich gern suiciden. Andererseits, so viel mal kostet der nicht. Abreif Eisen und dicker Stab Eiche. Und noch eine Frostleiche. Wir haben keinen Platz mehr, aber ich will schnell loswerden. So, jetzt gehe ich zurück zu unserem Händler hier. Hier müssen wir uns direkt nebenan. Ich habe jetzt nur gerade den Namen entfallen, muss ich ehrlich gestehen. Wie heißt er denn? Der Pyro, genau, den meinte ich. So. Erstmal fertig reden lassen, jetzt schauen wir mal. Dieses schwere Keul ist gar nicht mal schlecht, macht Bonusschaden. Aber wenn, dann nehmen wir im Nahkampf Speere, deswegen kommen hier alle Waffen weg. Der Abreif auch, der braucht Intelligenz, das steigern wir nicht. Und dann haben wir noch zwei Beinschienen. Bei einer ist schlecht und einer ist gleich gut. Und eine Rüstung, die ist aber schlechter. Okay, sehr schön. Und wir brauchen einen Heiltrank. Come again. Ja, wir kommen bestimmt wieder. Und dann gehen wir wieder auf den Friedhof. Also den Friedhof will ich jetzt auf jeden Fall in 25 Minuten schaffen. Und vielleicht gehen dann noch. Jetzt müssen wir nur schauen. Und sofort. Einfach um an Wolle stehen. Krass, ein dicker Stab aus Eiche. Gut, jetzt können wir weiterschauen. Sieht schon eine Karte, der ist nicht sonderlich groß, der Friedhof. Ich glaube, den durch. Okay, ja, jetzt sind wir wieder bei Gia. Ja, okay, das war's auch schon. Dann gehen wir jetzt nochmal und verkaufen die restlichen Sachen. Dann geht's weiter. Richtung, Sparta. Hello. Hallo? Stirnkranz braucht Intelligenz, Stab braucht Intelligenz, holen wir nicht. Und die Rüstung ist schlechter, holen wir auch nicht. Okay. Ein Lebenstrank. Und dann gehen wir weiter. Jetzt vier Burgen. Hier liegen ganz viele Zombies rum. Das haben die Wachen hier gekillt. Und hier geht es weiter ins nächste Gebiet. Da sind auch die nächsten Zombies. Das nächste Gebiet ist Arcadia. Aber wir werden erstmal die beiden Zombies hier los. Die haben auch eine Mana-Anzeige. Keine Ahnung, was die können. So, jetzt sind wir in Arcadia. Kurz. Wegen der Zeit. Ja, wir haben noch Zeit. Okay. Der Friedhof ging jetzt recht fix. Das freut mich aber auch. Ich bin ja kein, nicht unbedingt der Untotenfreund. Wo wir gerade von Untoten reden. Hallo, alter Zombie. Hallo Skelette und hallo Seuchenvogel. Und wieder ein Hauptmann, dem geben wir natürlich das Fangnetz ab. Und unser Wolf ist tot. Ja, genau das macht Wolf neu kasten. Ab. Versteckt ab. Hier liegt noch 32 Gold und vor und hier sehen wir schon wieder so ein Bauwerk, das wieder so ganz lustig bewohnt aussieht, aber hier sind los. Oh, schon wieder ein Hauptmann und fast kurz. Oh, wo ist unser Wolf schon wieder?
Wir müssen kurz fliehen. Fangnetz. Nein, Fangnetz auf den Hauptmann, du Trottel. Alle tot. Wolf neu casten, weil der Wolf wieder mal sich suicided hat. Aber alle besiegen. Immer schwerer langsam, das merkt man schon. Mit Untoten. Dauernd zu starken Gegnern allein. Oh, hör doch mal auf anzugreifen, bitte. Kann gar nicht so, Wolf. Plündern jetzt, meine Fresse. So. Stärke an Schutz. Rechtsbogen. Ja, das. Wir im Rennen. Hier. Aber ich habe davor noch eine Frostbite. Würde ich gerne auf jeden Fall einen alten Zombie. Aber auch eine Frostbite. Kupfer und eine Truhe. Und dann geht da drin, Armreifpuste. Okay, Mana und Heiltrank. Wir laufen nochmal nach der Gia. Soweit ist ja noch nicht. Oh, da ist auch ein, sehen wir. Sehr schön. Ich werde erstmal dann nach unten. Ranger? Die wir uns selbst erschienen. Streit. Armschiene mit mehr Stärke. Die behalten wir mal. Die anderen die Armbänder kommen weg. Dann zwei Bögen. Die sind aber beide schlechter und nochmal zwei Armschienen. Die sind aber auch beide schlechter, okay. Dann brauchen wir einen Mana-Trank und drei Heiltränke. Ja, die Untoten sind heute ziemlich lästig und ziemlich das Gefühl. Wir sind jetzt einfach. Wir sind gestorben im Let's Play. Weiterhin das vermeiden wollen. Genau. Bei Bronze, mildernder versteckter Großhelm und schützender Barbarenschild der Ausdauer. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Weil, wie gesagt, ich wage mich zu erinnern, dass hier eine Höhle war, die wir durchmachen können. Ist auf jeden Fall ein Blöd. Aber wir kommen nicht hin. Naja, auch dieses Spiel ist ein Spiel, wo der Charakter nicht schwimmen kann. Gibt es hier leider viele Spiele. Leider, warum? Weil es immer noch unlogisch ist. Ah ja, hier, sieh mal an. Natürliche Höhle. Ja, der Eingang sieht aber mehr, eher nach einem Grab aus. Das kennen wir ja auch schon. Wir haben noch knapp 10 Minuten. Altes Grab, ja, sag ich doch. Von wegen natürliche Höhle. Wie groß ist denn dieses? Oh, ganz viele solchen Vögel. Hoffentlich seht ihr diesmal das Grab. Das letzte Mal habt ihr ja nicht das alte Grab gesehen. Das war ja der Part, wo gar nichts funktioniert hat. Und ganz viele Schreine hier wieder. Auch ein Mörder, der kriegt gleich wieder das Fangnetz ab. Ja, ich feiere das Fangnetz immer noch. Einfacher Gesundheitstrank und jetzt an die Schreine. 74 Gold, Schleifring der Muskelkraft, mildernder einfacher Beinwickel und ein Beil aus Kupfer. Zweiter Schrein. Eine Truhe haben wir hier auch. Dritter Schrein. Hier haben wir einen einfachen Gesundheitstrank und ein Kurzschwert aus Kupfer. In dem Schrein ist wieder nichts, dann die Truhe. Noch ein einfacher Gesundheitstrank, ein Kurzschwert der Vernichtung und ein versteckter Rosheim aus Bronze. Und hier war auch noch ein Schrein, ne? Genau. Noch einen solchen Vogel, der sterben darf, der uns allerdings leider vergiften können. Und hier der nächste Raum.
Oh je, das ist ein großes Grab. Keine Ahnung, ob wir es in 10 Minuten schaffen. Schreine plündern, sofern was drin ist. Einfach Energietrank, 169 Gold, verstärkte große in Bronze. Können wir nicht mitnehmen. Einfacher machen wir die Herstellung. Können wir auch nicht mitnehmen. Okay, Heiltrank und diesmal jetzt nach Sparta teleportieren, weil sonst müssen wir aus dem alten Grab laufen und so, ne? Wie dieselbe Logik wie im letzten Part bei der Höhle. Ja, keine Ahnung, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Oh, wir haben gleich das Level. Vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, gleich den Barbarenwolf uns zu holen. So, während er redet, schon mal ein bisschen was verkaufen hier. Brauchen wir ja nicht alles. Ein Schild haben wir hier. Ist das besser? Nein, ist es nicht. Die beiden Blicke sind schlechter. Dann die beiden Helme. Sind auch schlechter. Und der Armreif ist auch schlechter. Und noch ein Ring. Schleifenring der Muskelkraft. Er hat aber nur einen Effekt. Die anderen haben zwei Effekte. Deswegen kommt er weg. Gut, sehr schön. Okay. Dann wieder zurück ins alte Grab. Ja, ich weiß, das letzte alte Grab ist noch nicht allzu lang her, aber verschiedene Großheim Bronze, einfacher Umhang der Wiederherstellung. So, erstmal hier alle Schreine aufmachen. Oh Wolf, geh bitte nicht dauernd vor. 77 Gold, einfacher Gesundheitstrank. Ja, ich helfe mir jetzt nicht. Kutschett Kupfer, versteckter Warnschutzkupfer, versteckter Armschienenkupfer. Ich helfe ihm jetzt nicht, wenn er dauernd vorrennt, ist er selber schuld. Den solchen Vogel mache ich mal, den war das sowieso. Wir haben das nächste Level up erreicht. Verschenkte Rüstung Bronze, Barbarenschild Eiche, schützender Bandring, dicker Stab Esche. Können wir nicht mitnehmen. Bei Kupfer, Stehenkranz Eisen und versteckte Armschienen Bronze. Ist in dem Schrein noch was drin? Nein, gut. Hier noch die Seuchenvögel, hier noch die Skelette. Keule Esche, können wir die mitnehmen? Nein. Heiltrank und zurück. Jetzt können wir uns hier wieder neu leveln. Die letzten beiden Punkte hatten wir in Geschick verteilt. So, mal schauen. Der Bogen braucht ja immer noch Geschick. Die anderen beiden Sachen brauchen Stärke. Im Moment 106 Stärke. Die beiden brauchen 110. Ich steigere jetzt einmal Stärke. Genau, dann können wir die nehmen. Und ich steigere einmal nochmal Geschick. Für den Bogen reicht es nicht ganz, aber wir können zumindest hier die Armschiene und Helm benutzen. Genau. Und die jetzt kurz verkaufen und dann wegen der Skillung gucken. Kurzschwert weg, Axt weg, dann die Schild anschauen. Ach, im Nahkampf geht beides nicht, ja, das war ja klar. Ja, okay, wir gehen ja eh fast nie in Nahkampf. Das Schild ist schlechter. Wir gehen ja eh fast nie in Nahkampf. Der Ring hat wieder nur einen Effekt, deswegen kommt er weg. Jetzt die Beinschienen. Das sind schlechter, die Rüstungen. Sind beide schlechter. Die beiden Armschienen. Ja, die eine Armschiene hat 115, aber dadurch wird was anderes wieder schwächer. Schauen wir erst die Helme noch an. 96, nein, und der Helm 104. Okay, der neue, der Todeswerfer-Helm ist auf jeden Fall besser. Ja, an sich sind die Armschienen besser, aber irgendwas, wahrscheinlich wegen dem plus 4 Stärke, irgendwas geht dann weg, deswegen verkaufe ich die Armschienen jetzt. Wir finden bestimmt bald bessere. So, hier neu verteilen, also neu sortieren. Machen wieder ein bisschen mehr Platz. Halt, halt. Meisterschaft. Ich werde jetzt mal in Natur weitermachen und unseren Wolf weiter skillen. Den Ruf der Wildnis werden wir nämlich voll machen. Der Grund ist, bei Jagd haben wir die erste Ebene schon und bei Natur nicht. Deswegen
haben wir jetzt 5 bei Wolf und ich glaube, es geht jetzt 2. Ja, insgesamt gehen ja 16 Punkte rein, ich weiß schon. Und dann immer noch nur eine, aber er ist deutlich stärker. 314 Leben, 750 Energie. Mit dem Ausweichangriff jetzt 19% Wahrscheinlichkeit, Angriffen und Geschossen auszuweichen. Vorher war es nur 16%. Das heißt, wir zaubern ihn gleich mal neu. Weil der ist ja in Stufe 2 Tier und jetzt können wir ein mächtigeres Tier, in Stufe 5 Barbarenwolf vorbei beschwören. Und wir wollen ja immer das Mächtigste bei uns haben. Ja, 4 Minuten. Ich nehme hier auf jeden Fall noch die Sachen mit. Ich glaube, ich werde auch diese... Ich gehe kurz ins Pause-Menü. Ich glaube, ich werde diese Folge jetzt überziehen. Ich würde gerne das alte Grab durchkriegen. Ich weiß, wir haben die letzte Folge auch überzogen. Bedeutet einfach, dass für den morgigen Tag dann eine Folge ausfällt. Also dann für den Donnerstag. Weil heute ist ja Mittwoch. So. Weil ich würde einfach das Grab noch schnell durchkriegen. Ich glaube, das schaffen wir in 4 Minuten nicht. Hier weitere Seuchenvögel. Jetzt ist der Wolf schon ein bisschen stärker und stirbt nicht mehr so schnell. 30 Gold und wieder ganz viele Schreine, aber hier auch wieder eine Frostleiche. Stirnreif Kupfer. Und jetzt hier an die Schreine. Es hat ja nicht jeder Schrein was. Versteckter Armschutz Kiefer, einfach aber entwickelt Seide. Zweiter Schrein. 99 Gold, Stirnkranz Bronze. Zweimal und der harnschallige versteckte Kampfhelm. Geht aber beides nicht, okay. Mana und Leben heilen und zurückkehren. Jetzt haben wir schon wieder so eine Grabplünderung. Ich weiß schon, aber ich würde die halt gern durchkriegen, weil sonst vergessen wir beim nächsten Mal, wie weit wir dieses Grab durchhaben. No loitering, please. Buy something or move on. So, Keule weg, Stab weg. Die beiden Stirnreifen weg. Also Stirnreif, Stirnkranz und der einfache Beinwickel auch. Die beiden Armschienen sind schwächer. Und wir brauchen einen Heil- und einen Mana-Trank. Goodbye. Und dann gehen wir zurück. Ja, die Untoten sind wieder Thema. Merkt man schon. Jetzt nehmen wir hier wieder die drei Sachen mit. Und dann schauen wir uns die weiteren Schreine an. Hier sind ja noch einige. Eine Truhe sehe ich auch. Versteckter Kampfhelm Eisen, hartschallige versteckte Beinschienen, jetzt zur Truhe. Einfach alles mitnehmen, so ein bisschen Grabräuber immer noch. Versteckter Beinschutz Kupfer, Sternkranz Kupfer und der nächste Schrein. Für wen auch immer diese Schreine sind, das würde mich mal interessieren. Einfach Energietrank, 152 Gold und Sternkranz der Ausdauer. Man sieht hier auch an der Wand so Wandmalereien, ich hoffe, die sieht man im Let's Play auch. Keine Ahnung, ob die für eine bestimmte Gottheit sind oder einfach aus Deko. Who knows? So, jetzt müssen wir nach links und da sind sehr. Also hier sind zwei Räume, einer davon sehr groß. Schauen wir gleich mal. Hier sind bestimmt wieder Leute. Ja, aber klar. Natürlich wieder die Untoten, natürlich eine Frostleiche. Handachs Bronze, Messer Kupfer, Stirnkranz Kupfer. You can't carry. Stirnkranz Kupfer können wir nicht mitnehmen, deswegen wieder mal heilen und nochmal zurück. Jetzt haben wir immer noch so ein volles, also immer noch so wenig Platz im Inventar, obwohl wir erst. Könntest du dich teleportieren, danke. Obwohl wir jetzt erst verkauft haben und auch einiges Neues anlegen konnten durch die Erhöhung von Stärke. Also nicht anlegen, aber zumindest verkaufen, weil es schlechter war. Das nervt mich schon, muss ich sagen. So, ein Heiltrank, ein Mana-Trank kann weg. Die Axt und das Messer können weg. Der Rest müssen wir anschauen. Die beiden Beinschienen sind schwächer und jetzt noch die Helme. Helme und Stirngrenze, genau gesagt.
Nee, alle schwächer. Okay. Dann wieder zurück ins alte Grab. So, Shinraf Kupfer und jetzt hier wieder Schreiner angucken. Hooray. Gesundheitstrank, gehärteter einfacher Beinwickel. Nächster Schrein. Des Schülers Perlen, Barbarenschild Esche und verstärkter Kampf für Kupfer. Hier ist noch ein Schrein. 36 und 43 Gold. Oh, hallo Knochennager. Und eine Höllenfledermaus, die hatten wir schon lange nicht mehr. Höhlen, nicht Höllen. Und der Akkustand ist niedrig. Das heißt, ich tue mal wieder hier Akku rein. Ich sehe aber wieder mit Freuden, dass wir genau bei derselben Stelle sind, wie wir sind beim, naja, bei Part. Das heißt, sehr gute Chancen, dass der Part wieder gut läuft. Wir hätten eigentlich, wir haben jetzt eine Minute schon überzogen, aber wie gesagt, dieses Grab mache ich noch durch. Und dann fällt einfach der nächste Part aus. Also der ist jetzt für Mittwoch, dieser Part. Die beiden, die heute noch kommen, waren eben für Dienstag und der Donnerstagspart fällt dann aus. Genau, das wollte ich nur sagen. Jetzt gehe ich ins Spiel wieder rein. Nehme natürlich hier alle drei Sachen mit. Hält gegen Knochenlager. Oh Junge! Ich konnte gerade irgendwie die nicht anvisieren. Ernsthaft, Wolf, hör mal auf, dauernd die Sachen. Jetzt habe ich nicht geguckt, was wir haben. Ich habe jetzt gerade nicht geguckt, was wir haben, sorry, aber ihr habt ja den, ihr habt ja die Stelle gesehen, vielleicht konntet ihr mitlesen. Sorry. Aber interessant, dass hier auch Dämonen drin sind und nicht nur Untote. Schützende Barbe, ein Schild der Fertigkeit, verstärkter Kampf im Eisen. Schreine öffnen. Energietrank. 80 und 88 Gold, leichter Barbarenschild. Und dicker Stab Esche und einmal mehr eine Teleport. Hooray! Weil es ja so lustig ist, sich alle 2 Minuten teleportieren zu müssen. Oh Mann, ich sag's euch, ein Königreich für mehr Inventarplatz, ernsthaft. So, ein halber Mana-Trank weg. Steinkolben weg. Dann schauen wir uns die. Ah, der Stirnraff kann auch weg. Schauen wir uns die Schilde an. Können auch weg. Die Armschienen können auch weg. Die Beinschienen können auch weg. Die 3 Helme. Können auch weg. Und die Perlen. Die sind aber auch um einige schlechter. Auch die können weg. Sehr schön. Goodbye. So, jetzt muss doch mal dieses alte Grab durch sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will jetzt auch nicht zu lange überziehen. Deswegen wäre es mir lieb, wenn wir jetzt schnell durchkämen. Ja, hier war auch ein Knochenhaufen. Bei dem war ist aber nichts von Wert. Hier sind noch Schreine. Hier ist noch ein Knochenlager und noch mehr Knochenlager. Versteckter Armschutz Bronze, Armreif Eisen, Armreif Kupfer. Dann hier noch eine Truhe. Mit 2 einfachen Energietränken. Einfach mal die easigste Truhe der Welt. Und hier nochmal 2 Schreine. Schleifrang der Fähigkeit, mildernder Stirnkranz und der letzte Schrein ist eine Feuerfalle. Okay. Und dann gehen wir jetzt in den hoffentlich letzten Raum. Da haben wir schon Skelette gesehen. Und zwar wieder nicht wenige. Natürlich wieder mit Frostleiche. Die Frostleichen haben anscheinend auch Spaß. So, halt. Keule Kiefer, 30 Gold. Beschützer Stark Kiefer, aber den können wir wahrscheinlich wieder nicht mitnehmen, wie ich uns kenne. Als ob ich es vorher gesehen hätte. Heilen und zurück. So, Stab weg, Armreif weg, Keule weg,
den und die beiden Tränke weg. Einen Gesundheitstrank brauchen wir. Und dann schauen wir wieder. Ist aber alles schlechter, oder? Ja, ist alles schlechter. Können wir alles nicht benutzen. Also schon, aber nur zu Verkaufszwecken. Und jetzt noch die letzten Schreine und Truhen, hoffentlich. Zerstab Kiefer, Schrein. Ein Giftschrein. Unseren Wolf hat es erwischt, uns nicht. Ich warte kurz, bis es, obwohl die verzierte Truhe mache ich schon mal. 114 Gold, 135 Gold, 86 Gold, einfacher Gesundheitstrank. Barbarenschild Kiefer, einfacher Beinwickel der Energie, Stirnkranz der Energie, hier ist noch ein Schrein. Mit nichts drin und hier ist noch eine Truhe. Bei Kupfer und einfacher Beinwickel aus Seide. Okay. Dann sind wir mit dem Grab durch. Dann laufe ich jetzt noch zurück nach Tijir, damit wir nochmal verkaufen können. Und dann werde ich aufhören. Wie gesagt, hält dann aus. Heute kommt. Das heißt, ihr habt heute eh noch ein bisschen was zum Anschauen und zum Kommentieren, wie ich hoffe. Ja, es ist mittlerweile auch Abend geworden. Ja, ich hoffe, unser Wolf lässt in Zukunft diese Sachen mit diesem sich selbst umbringen, weil wir stecken ja doch einiges am Mana rein. Deswegen. So, auf zurück nach Tijir. Freunde, ich gehe nur wieder los. Hello. Artemis guide you. Freunde, gehabt euch wohl und hoffentlich sehen wir uns dann wieder. Servus.